Wir schauen uns heute an, was man in der Erwachsenenbildung bei der Planung von digitalen bzw. semidigitalen Lernangeboten beachten muss. Und hierzu haben wir unsere Kollegin Birgit Aschemann hier, die eben sehr viel in diesem Bereich arbeitet und uns ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis mitgebracht hat. Birgit, darf ich dich vielleicht gleich einmal fragen, hast du generelle Empfehlungen für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner, die eben einen digitalen oder semidigitalen Kurs oder ein anderes Bildungsangebot planen möchten? Ja, meine erste Empfehlung wäre einfach, dass sie doch ganz einfach ihre übliche Planungstabelle oder ihr übliches Planungsschema verwenden. Die meisten Kolleginnen, die ich kenne, haben ein einfaches Planungsschema, wo es darum geht, die Zielgruppe, die Ziele, die Inhalte, die Methoden und die daraus abgeleiteten notwendigen Ressourcen gegenüberzustellen für ihre Planung. Und das eignet sich für digitale und semi-digitale Angebote genauso gut wie für analoge. Man muss nur auf drei Punkte im Vorfeld ein bisschen genauer hinschauen. Das ist die Zielgruppe, dann die Didaktik und die Ressourcen, also die Infrastruktur. Okay, und wenn wir jetzt vielleicht gleich den ersten Punkt, nämlich die Zielgruppe, rausnehmen, was sind da für dich die wichtigsten Punkte, die eben in der Vorbereitung zu beachten sind? Da sind die wichtigsten Aspekte, wirklich die Zielgruppe gut zu kennen, und zwar im Hinblick auf ihre Digitalgewohnheiten und ihre digitalen Vorkenntnisse und auch im Hinblick auf die digitale Infrastruktur, die diese Zielgruppe dann, also die Teilnehmerinnen, zu Hause zur Verfügung hat, falls sie zwischendurch online zu Hause etwas erarbeiten sollen. Wichtig sind aber vor allem die Digitalgewohnheiten, die ändern sich dann auch oft schnell. Ich merke das bei meinen Studierenden, alle paar Jahre ist es anders und können sie mit anderen Tools ganz einfach umgehen und mit wieder anderen sind sie noch nicht vertraut. Ja. In der Erwachsenenbildung wird es oft so sein, dass man da auf sehr heterogene Gruppen trifft, die sehr unterschiedliche Digitalgewohnheiten und digitale Vorkenntnisse haben, und auf diese Heterogenität sollte man sich von Anfang an einstellen. Das heißt, man sollte wirklich Lernanwendungen auswählen, die mit unterschiedlichen Vorkenntnissen nutzbar sind, oder eine sehr, sehr einfache Erklärung, eine klare Erklärung mitliefern, sehr einfache Tools auswählen oder auch immer an Settings wie zum Beispiel Tandems denken, wo sich jeweils zwei Teilnehmende gegenseitig unterstützen können beim Erarbeiten von gewissen Tools. Und wenn wir jetzt schauen eben auf dieses didaktische Arrangement und die Methoden in einem Bildungsangebot, was wären da die wichtigsten Punkte, die du jetzt herausstreichen würdest? Ja, da ist eine Sache ganz wichtig, die schon oft gesagt wurde. Ich betone sie an dieser Stelle noch einmal. Die Ziele und Inhalte geben die Methoden vor. Tools stehen erst ganz hinten in dieser Reihe. Und es ist natürlich fein, wenn ich eine Reihe von Tools habe und kenne und die dann sozusagen aus dem Regal nehmen und verwenden kann für den jeweiligen Anlass. Aber es geht in erster Linie um die Ziele und die Inhalte und die dafür geeigneten Lernformen, um sich diese Inhalte anzueignen, und die geeigneten Sozialformen. Und diese Sozialformen und Lernformen, die ich fördern möchte, die werden auch immer vom lerntheoretischen Modell mit abhängen. Ja, also meine Lerntheorie bestimmt natürlich schon mit, was ich da aussuche und wie ich das anwende. Mhm. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Sehr gern. Ich fange an bei dem einfachsten Fall, dass einfach ein Inhalt geteilt werden soll in einer Gruppe. Das kann ich mit unterschiedlichen Methoden machen. Ich kann Texte oder Videos oder Audiofiles verteilen, auch auf unterschiedlichen Wegen. Ich kann dafür QR-Codes verwenden oder ein Padlet oder ein Lernmanagementsystem, um die zu teilen. Dann bin ich aber noch immer in so einem One-Way-Setting drinnen, in einem instruktiven Design eher drinnen, und bin selber die Inhalte vorgibt. Ich kann das ganz anders auch machen. Ich kann die Teilnehmenden einladen, ihre Vorkenntnisse oder ihre Fachkenntnisse zusammenzutragen, und zum Teil kann ich da die ganz gleichen Tools dafür verwenden. Ja. Ich kann ein Padlet hernehmen oder ein Lernmanagementsystem, um so eine Content-Sammlung auch gemeinsam zu erzeugen, und dann bin ich schon in der Co-Konstruktion und in der Kooperation drinnen und habe damit ein ganz anderes Vorgehen gewählt und unterstütze auch ein ganz anderes Lernerleben auf Seiten der Teilnehmenden. Und das gilt auch zum Beispiel bei Aufgaben. Aufgaben stellen kann man mit ein paar guten Apps und E-Mail-Programm schon ganz einfach, oder man verwendet auch da ein Lernmanagementsystem und könnte die Aufgaben so stellen, dass jeder und jede Einzelne eine Aufgabe bearbeitet. Aber ich kann auch von vornherein sagen, dafür eignet sich eine kooperative
Lernform oder Sozialform besser? Und dann verwende ich vielleicht in Moodle nicht das Aufgabentool, sondern ich verwende vielleicht ein Forum und lasse die Teilnehmerinnen im Forum ihre Lösungen posten und bitte sie dann, gegenseitig Stellung zu nehmen, Feedback zu geben, mit den Lösungen der anderen weiterzuarbeiten. Und bin da auch schon wieder stärker in der Kooperation und Co-Konstruktion drinnen. Und wahrscheinlich macht es den Teilnehmenden in vielen Fällen auch mehr Spaß. Wichtig ist, die Tools an sich unterstützen nicht unbedingt ein instruktives Design. Ich kann sehr gut kooperativ und konstruktiv gemeinsam mit Tools arbeiten. Das sollte man auch nutzen. Was man jetzt immer wieder hört, ist, dass man eben diese Instruktion, also die Inhaltsvermittlung, auslagern sollte auf digitale Tools, also zum Beispiel auf ein Video, und dass der Austausch vor allem in der Präsenzphase stattfinden sollte. Was hältst du von dieser Empfehlung? Das ist eigentlich eine gute Empfehlung, die aus dem Flipped Kursdesign auch stammt. Ich würde sie nur nicht ganz bedingungslos unterschreiben. Natürlich ist es verführerisch und auch sehr effizient, ein Video zu drehen und damit diesen Content auf Vorrat zu haben und einfach weiter verteilen zu können. Aber man darf nicht übersehen, dass wir Lerner, Lernerinnen, erwachsene Menschen einfach ein Bedürfnis nach Austausch haben. Und diesem Bedürfnis nach Austausch muss man einfach entsprechen in einem guten Lernangebot. Das heißt, es geht wirklich darum, Präsenzphasen auch einzuplanen oder aber einen guten Austausch über Online-Technologien zur Verfügung zu stellen. Und ich selber bin immer wieder berührt, wie gut ein Austausch mit Hilfe von Videokonferenztechnologien funktioniert, wie gut das möglich ist. Also Austausch muss nicht unbedingt Präsenz heißen. Und was ist jetzt meine Rolle als Kursleitende in digitalen Settings? Ja, da geht es grundsätzlich darum, dass ich einen Raum zur Verfügung stellen muss, der sich als sicherer Lernraum für die Gruppe anfühlt, der auch sozusagen aufgeräumt und wohlgeordnet ist, sodass man dort alles vorfindet, was man braucht, und der auch die Möglichkeiten zum Austausch bietet. Und dann geht es einfach darum, dass ich den initialen Content gut auswähle und einen Lernanreiz setze und dann das Geschehen begleite, das Lerngeschehen moderiere und begleite und die Teilnehmerinnen dabei unterstütze, auch miteinander ins Tun zu kommen und miteinander etwas zu arbeiten. Früher haben ja diese Räume ganz anders ausgeschaut, in denen Workshops oder Seminare stattgefunden haben. Wie ich begonnen habe, Erwachsenenbildung zu praktizieren, bin ich in einen Workshop gegangen und habe als Instrument eigentlich nur mich und meine Vorbereitung, meistens in Form von ein paar Ausdrucken, gehabt und das, was die Teilnehmerinnen halt spontan eingebracht haben. Und jetzt ist es so, dass alle ihr Smartphone dabei haben und auch wenn ich gar nichts Digitales vorbereite, ist es so, dass wir in einem viel größeren Raum sitzen. Wir haben immer das ganze Internet dabei. Also der Raum, in dem wir gemeinsam arbeiten, hat sich massiv verändert. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen zu unserem Didaktikplanungsschema, dann war ja der dritte wichtige Punkt, den du erwähnt hast, eben die Ressourcen. Was sind da deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt? Ja, da fange ich einfach mit einem Stolperstein an, der sich in der Praxis manchmal als fatal erweist, nämlich mit der WLAN-Verbindung im Kursraum. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man möchte, dass Teilnehmerinnen selber etwas aktiv digital tun, dann braucht man eine WLAN-Verbindung in einer Bandbreite, die das auch ermöglicht. Und zwar sowohl Download als auch Upload, falls ich ein entsprechendes Tool verwende, das ein Upload vorsieht. Das muss man ausprobieren, da würde ich mich auch nicht sozusagen auf die Angaben auf der Packung verlassen, sondern wirklich einen Speedtest machen vor Ort und schauen, ob das wirklich auch klappt. Das ist einfach ein wesentlicher Aspekt. Ich glaube, dass sich diese Probleme natürlich auswachsen werden in nächster Zeit, aber vorläufig sollte man mit ihnen rechnen. Deswegen stellen wir auch im eBMOOC im Modul 3 ein Quiz-Tool vor, das ganz ohne WLAN und ganz ohne digitale Geräte im Kursraum funktioniert. Und oftmals ist es ja so, dass dann die Kursleitenden die Teilnehmerinnen bitten, ihre eigenen Geräte mitzubringen. Birgit, was hältst du von so einem Bring-Your-Own-Device-Ansatz? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja auch einige Erfahrungen damit aus verschiedenen Rollen. Und manche nennen das Bring-Your-Own-Device-Schema ja auch Bring-Your-Own-Disaster, weil man als Kursleiter oder Kursleiterin oft der Versuchung erliegen könnte, mit den Teilnehmerinnen individuelle Probleme an deren Geräten zu beheben. Und sobald man sich darauf einlässt, ist man natürlich zeitlich oft verloren.
Und daher muss man gut Vorsorge treffen. Ja. Also man sollte gut vorsorgen, dass die Teilnehmerinnen mit frisch gewarteten Geräten samt allen Updates in das Kursgeschehen kommen und dass sie alle Anwendungen installiert haben, die man gemeinsam verwenden möchte. Und dass sie insgesamt auf die Situation mit ihren Geräten vorbereitet sind und dass auch der Ort, der Seminarort entsprechend ausgestattet ist. Also ideal ist, wenn ich nicht nur WLAN habe, sondern LAN-Verbindungen. Und ganz wichtig ist, dass man Ausweichstationen herrichtet. Wir empfehlen immer, dass man für 25% der angemeldeten Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine Ausweichstation vor Ort herrichtet mit Mobilgeräten oder eben Laptops oder was immer man auch verwenden möchte. Und die Teilnehmenden können dann dorthin wechseln und finden dort auf jeden Fall ein Gerät, wo alles vorinstalliert ist, was man braucht. Und was zusätzlich noch nett ist, ist, wenn man zu zweit ist, also wenn man halt einfach nicht alleine ist in so einem Training, dann kann die Kollegin einzelne Teilnehmerinnen unterstützen, wenn es doch tatsächlich Probleme noch geben sollte. Ja, ich finde, man sieht das sehr gut, wie man das Didaktikplanungsschema benutzen kann, um eben die eigenen Kursangebote vorzubereiten. Wenn wir jetzt konkret auf Formate blicken, gibt es da welche, die du im Moment besonders sinnvoll und besonders spannend für die Erwachsenenbildung findest? Ja, es gibt schon einige, die ich momentan für besonders lohnend halte, die mit ganz einfachen Technologien zu tun haben, die inzwischen eigentlich überall verfügbar sind. Was mir besonders gefällt, ist, wenn man Teilnehmerinnen, bevor man sie in Präsenz trifft, so ein bisschen auf das Online-Arbeiten vorbereitet, indem man sie, ohne groß drüber zu reden, in die Online-Praxis sozusagen hineinlockt. Das kann so aussehen, dass man ein paar Wochen vor Beginn eines Präsenzformats einmal einen kleinen Fragebogen zuschickt, wo es um Vorkenntnisse oder Interessen geht, und dann zum Beispiel ein Padlet eröffnet, wo man die Teilnehmenden bittet, sich vorzustellen, oder auch eine Inhaltssammlung oder Fragensammlung die Teilnehmenden anlegen lässt im Vorfeld. Und wenn sie dann kommen, dann sind sie schon darauf eingestimmt, dass es auch im Kurs oder in der Bildungsveranstaltung digitale Hilfsmittel geben wird, mit denen man weiterarbeitet. Und das kann man natürlich auch ausbauen. Man kann daraus eine richtige Choreografie aus Micro-Challenges bauen, die dann also Richtung Gamification bis hin zu einem Lösungswort führen, in Art einer Schnitzeljagd. Also da gibt es ganz reizvolle Varianten davon. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und wie das genau funktioniert, das erklärt unsere Kollegin Julia Schindler in einem Webinar zum eBMOOC Plus. Ja, so ist es genau. Und ein anderes Format, das mir gerade sehr gefällt, ist das Social Blended Learning, das dann auch im selben Webinar zum eBMOOC Plus von Max Welter erklärt wird. Und zwar geht es beim Social Blended Learning um Lernen anhand eines individuellen Praxisprojekts, aber gleichzeitig auch Lernen mit einer großen Gruppe. Und ich finde hier so besonders charmant die Verbindung zwischen individuellen Praxisprojekten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem Bildungsangebot. Das Bildungsangebot selber besteht aus Großgruppentreffen und einer Begleitung der Praxisprojekte mit einem Social Messenger, in dem Fall beispielsweise mit Slack. Und wenn irgendjemand beim Praxisprojekt Fragen hat, dann gibt es dazu Rückmeldungen aus der Gruppe oder Rückmeldungen von Experten oder Expertinnen, die dieser Person über den Social Messenger mitgeteilt werden. Ja, ich finde, man sieht hier besonders schön das Prinzip der Brückenformate. Ich habe eben auf der einen Seite die Online-Phasen, auf der anderen Seite die Präsenzphasen und eben die Brücke dazwischen, die diese beiden Phasen verbindet. Ich stelle mir jetzt noch die Frage, was mit Personen ist, die eben vielleicht den Präsenzort nicht erreichen können. Gibt es da Formate, damit man auch diese Personen mitnehmen kann? Ja, das ist ganz üblich geworden. Hybride Veranstaltungen leisten das. Bei sogenannten hybriden Veranstaltungen ist ein großer Teil einer Gruppe wirklich anwesend, gemeinsam an einem Ort, aber auch eine potenziell sehr große Zahl von Teilnehmerinnen kann individuell zugeschaltet werden und können einfach über die Zuschaltung mit einem Videokonferenztool teilnehmen an der Veranstaltung. Auch dazu wird es im eBMOOC Plus noch nähere Informationen geben, und zwar im Modul 8 gemeinsam mit unserem Kollegen David Rötler, der dann auch zeigen wird, wie so mit
Gruppenaufteilungen innerhalb der Videokonferenz-Tools richtig kleine Workshop-Gruppen entstehen können. Das kann man sich dann so vorstellen, dass man in einem Workshop mit 2, 3 präsenten Kollegen oder Kolleginnen zusammensitzt und man hat einen großen Screen neben sich und dort sind vielleicht auch 2, 3 Kollegen oder Kolleginnen online zugeschaltet und mit einem Tischmikrofon hat man ein ganz beeindruckendes Live-Erlebnis. Man kann da zu 5, zu 6 oder auch mehr zusammenarbeiten, als ob alle hier wären. Ja. Sehr praktisch. Ja, das klingt alles wirklich sehr vielversprechend. Birgit, was sagst du, ist jetzt das beste Format für Erwachsenenbildnerinnen? Was würdest du unbedingt empfehlen? Also das beste Format in der Form gibt es natürlich nicht. Also das beste Format gibt es immer nur individuell für eine bestimmte Zielgruppe und ein bestimmtes Lernanliegen. Es gibt aber viele Hilfestellungen, die inspirieren können, viele Ressourcen, die man als Inspiration nutzen kann. Und im EWMOOC Plus in Modul 2 finden Sie auch viele dieser Ressourcen verlinkt. Ich erwähne hier nur exemplarisch eine sehr gute Publikation des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung und auch eine eigene Publikation, die wir Ihnen dazu vorstellen, wo einfach ein bisschen weitere Inspiration in Bezug auf Formate zu finden ist. Und es gibt natürlich den inzwischen schon mehrfach zitierten Webinartreffpunkt, eine Webinaraufnahme, die wir Ihnen als Video zur Verfügung stellen. Ja, dann darf ich mich bei dir bedanken, Birgit, und Ihnen wünsche ich viel Spaß beim Planen Ihres digitalen Bildungsangebots.